Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich mich total in dich verliebt habe. Thomas muss dich ja ganz schön hypnotisiert haben. Woher kennst du denn Thomas? Jede Frau an der Uni kennt unseren lieben Dozenten Thomas Lorenz. Jan war noch mit dabei. Wir waren spazieren. Die ganze Nacht. Ein paar hundert werden es auch wohl gewesen sein, oder? Und? Stört es dich? Im Gegenteil. Es tönt mich total an. Vieles gemeinsam, Thomas. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, unsere große Erfahrung. Du zeigst mir deine. Und ich zeig dir meine. Also irgendwie nervt das Gebrumme von dem Teil. Dafür reinigt es Poren tief. Wozu soll das bei einer Zahnbürste gut sein? Das wirst du gleich sehen. Dafür. Pfefferminzbonbon. Florians echte. Naja, hoffentlich hat sich Susanne auch so gründlich die Zähne geputzt. Wieso? Wenn sie dem Typen eine reinhaut, dann braucht sie das doch nicht. Ich denke, sie steht auf ihn. Nicht, seit sie weiß, dass er reihenweise die Mädels abschleppt. Sie hat wirklich Pech mit Männern. Immer läuft irgendwas schief. Schwierige Kiste, die Liebe. Vor allem, wenn man gleich zwei Frauen am Hals hat. Das musste ja kommen. Tut mir leid. Aber wenn du rechtzeitig mit Maren gesprochen hättest, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Wieso nicht? Ich kann ja nicht hingehen und sagen, tut mir leid, Maren, aber ich liebe dich immer noch nicht. Sag mal, wie habt ihr zwei euch eigentlich kennengelernt? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee, ich will dir nur einen Tipp geben. Ach, du meinst, ich soll sie übers WorldNet erklären? Tja, im WorldNet kannst du dir genau überlegen, was du sagen willst. Und sie kann genau drüber nachdenken. Musst dir jetzt nur noch das Richtige einfallen. Mir ist bisher immer noch das Richtige eingefallen. Ja, aber leider nur im WorldNet. Na, warte. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich dich immer noch so lieb habe. Hm. Wann waren Sie das letzte Mal verliebt? Mhm. A. Irgendwie bin ich immer verliebt. Klar, irgendwie immer. B. Im letzten Urlaub. Mhm. Welcher Urlaub? Oder C. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ruhe! Also erzähl. Nie sagst du ja. Jahrzehnt natürlich. Ist schon Jahrzehnte her, dass ich so richtig verliebt war. Stimmt ja wohl überhaupt nicht. Oh! Das ist doch nicht mehr normal. Ruhe! Ich bin so froh, wenn ihr weg ist. Und dann? Ich meine, du suchst doch bestimmt jemanden neuen für das Zimmer, oder? Ich werde schon jemanden finden. Denkst du an jemanden bestimmten? Auf alle Fälle darf er nicht so langweilig sein wie Hermann. Könnte auch eine Frau sein. Vielleicht eine, die bei einer Zeitung arbeitet? Am besten Fotografin, die könnte gleich super Fotos von der Wohnung machen. Mhm. Wird aber nicht leicht, so jemanden zu finden. Wüsstest du vielleicht jemanden, auf den es passt? Willst du wirklich, dass ich hier einziehe?
Wenn du alle Voraussetzungen erfüllst. Aber ich wollte eigentlich alleine wohnen. Du hättest doch dein eigenes Zimmer. Ja, schon, aber... Ich denke drüber nach und sag dir Bescheid, okay? Okay. Aber warte nicht zu lang. Vielleicht überlegt sich's Hermann ja noch mal. Schläfst du? Ich denke nach. Worüber? Über dich. Und? Was denkst du von mir? Ich denke, du bist gut als Dozent. Es war unglaublich schön mit dir. Aber? Was aber? Es war unglaublich schön mit dir, aber leider kannst du nicht die ganze Nacht hier bleiben. Das wolltest du doch sagen, oder? Ja, das stimmt schon. Ist schon okay, ich wollte sowieso gleich gehen. Ich möchte aber nicht, dass du gleich gehst. Mich interessiert aber nicht, was du möchtest. Wohin hat es dich aber interessiert? Vorhin habe ich dir erst gezeigt. Was? Wohin gehst du? Ich geh mich duschen. Kommst du mit? Nein, nein, ich geh später. Feigling. Was machst du denn da? In der Stunde gibt's doch schon Mittagessen. Das ist eine Sonderration für Florian. Der sitzt schon die ganze Zeit am Computer und hat noch nicht mal gefrühstückt. Was hat er denn so Wichtiges? Ich bin nur die Köchin. Morgen! Alle zusammen. Ach, guten Morgen. Na, das ist ja wohl spät geworden mit dem Herrn Dozenten. Aber es hat sich gelohnt. Das riecht ja hervorragend. Machst du mir was mit? Ja, klar. Danke. So, gelohnt hat es sich also. Du hast ihm hoffentlich die Meinung gesagt. Natürlich. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, was ich von ihm halte. Und? Was hältst du von ihm? Sehr viel. Wie bitte? Er ist interessant, attraktiv, einfallsreich, humorvoll. Susanne, was soll das heißen? Das soll heißen, dass das sicher nicht der letzte Abend war, den ich mit dem Herrn Dozenten verbracht habe. So, das Rührei ist fertig. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Freust du dich denn für mich? Dass du dich mit einem verheirateten Mann vergnügst. Das tust du doch auch. Danke. Maren meldet sich nicht. Oh, danke. Dabei weiß ich genau, dass sie sich jeden Sonntagmorgen einloggt. Sie ist bestimmt immer noch total sauer auf mich. Vielleicht kannst du ja mal Marens Mutter anrufen. Kann doch sein, dass sie ihr was ausrichtet. Die reißt mir eher den Kopf ab. Am Telefon? Ach. Hey, du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben. Zeig doch mal, was hast du denn bis jetzt geschrieben? Muss das sein? Soll ich dir nun helfen oder nicht? Also gut. Hallo Yolanda, Besprechung wegen letzter Woche erforderlich. Wie romantisch. War das alles? Nein. Flo Braun ruft Yolanda. Kontaktaufnahme dringend notwendig. Wichtige Dinge müssen geklärt werden. Ach Florian, also blöder geht's wohl nicht. Also darauf würde ich auch nicht antworten. Na, dann mach's doch erstmal besser. Es ist echt nicht so einfach. Das werden wir ja sehen. Los, gib mir 10 Minuten. Ich gebe dir auch 15, wenn sie sich meldet. Stimmt wahr. Oh, willst du auch was, Hermann? Nein, danke. Manche Sachen erhöhen nur den Cholesterinspiegel. Ein bisschen Salat vielleicht? Da kann ich ja gleich feuchte Papiertaschentücher essen. Die wären vielleicht sogar noch gesünder. Die sind nämlich nicht phosphatiert. Können wir dir vielleicht sonst irgendwie helfen? Nein, danke. Hier kann mir keiner helfen. Woanders wahrscheinlich auch nicht. Wo bringst du denn die Flaschen hin? Im Keller, warum? Ich will das Zimmer sehen. Dann aber schnell. Boah, das ist ja noch viel größer, als ich dachte. Naja, wie in deinem Schloss ist es nicht. Ach Quatsch, wenn das ganze Gerümpel erstmal weg ist, da stelle ich mein Bücherregal hin. Und die Palme, die kann... Was machst du mit der Palme? Die stelle ich ans Fenster. Ach, du ziehst also ein? Ja.
Ich fahre nur noch mal bei Brandners vorbei und hole meine restlichen Sachen. Und wenn ich wiederkomme, feiern wir. Und ich stelle noch mal den Sekt kalt. Und ich bring Papiertaschentücher mit zum Knabbern. Mhm. So, Zeit ist um. Tut sich schon was? Noch nicht. Was habe ich dir gesagt? Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe doch noch gar nichts abgeschickt. Dir fällt eben auch nichts ein, hm? Natürlich ist mir was eingefallen. Und was? Was ziemlich Geniales. Jetzt mach dir nicht so wichtig. Zeig schon, was du... Finger weg. Ich mach das. Die Blues Brothers vermissen ihren Kumpel. Anna, das könnte sein. Du bist also einverstanden, wenn ich das so abschicke? Ja, ja, also, wenn sie darauf nicht antwortet, dann antwortet sie auf gar nichts mehr. Ah, halt! Das mach ich. So, hast du wenigstens Lust, mit deiner Mutter zum Mittag zu essen? Was ist mit Florian und Anna? Ach, denen ist der Computer mal wieder wichtiger. Ich habe eigentlich noch keinen Hunger. Ich habe ja gerade erst... Na gut, ich esse eine Kleinigkeit mit. Na, wenigstens das, wenn du schon nicht mit mir redest. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Na, was wohl? Also, wenn du dir Sorgen machst um Thomas und mich, dann kann ich dich beruhigen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das aber drehst du jetzt völlig durch. Ich weiß nicht, was du hast. Du hast selber gesagt, ich soll aufpassen und das tue ich. So habe ich es ja auch bestimmt gemeint. Und wie dann? Also, ich verstehe dich nicht. Erst passt es dir nicht, dass ich mich so aufopfere für Alex und Oliver. Und wenn ich dann alles ein bisschen lockerer sehe, dann... Ich geh schon. Anna, du bist meine Rettung. Komm, wir gehen gleich raus. Hallo, Sonja. Tag, Frau Brandner. Haben Sie vielleicht Lust, was zu essen? Ich habe zu viel gekocht. Was gibt's denn? Schweinebraten mit Rotkohl. Der Traum jeder armen Studentin. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Der nächste BAföG-Check kommt erst in 2 Wochen. Ich habe ja keinen, der mich in schicke Restaurants einlädt. Ich fahre übrigens morgen mit nach Monaco. Wie? Du fährst nach Monaco? Ja, du weißt schon, die VWL-Exkursion. Kann man sich da noch anmelden? Die Anmeldefrist war bis Mittwoch und die Exkursion ist proppevoll. Ich wollte schon immer mal nach Monaco. Ach, dieser Thomas Lorenz, fährt er eigentlich mit nach Monaco? Ach, verdammt. Vielleicht liegt's ja am WorldNet. Kann auch sein, dass zu viel los ist momentan. Das hat noch nie so lange gedauert mit einer Antwort. Ich habe Besuch für euch. Voilà. Ich weiß auch schon, wo Boris Becker seinen Palazzo hat. Es wird hier eine richtige Bildungsreise für dich. Die Nebensächlichkeiten interessieren dich wahrscheinlich weniger. Was denn für Nebensächlichkeiten? Ach, das monegassische Steuerrecht zum Beispiel. Das kann ich auch noch nachholen, wenn ich wieder zurück bin. Aber die Kneipen und die Bars, die kann ich nicht zu Hause nachholen. Hör auf, sonst fange ich noch an zu heulen. Jetzt gönn mir das doch mal. Das Meer, die Stadt, heiße Typen mit irre Kohle, Dozenten. Warum redest du nicht mit Thomas Lorenz? Vielleicht kann er was machen für dich. Er hat die Fahrt doch organisiert. Wenn er gewollt hätte, dass ich mitkomme, hätte er mich bestimmt gefragt. Na und jetzt fragst du ihn? Oder hast du Angst, dass er Nein sagt? Bei mir würde er sicher nicht Nein sagen. Na also, worauf wartest du noch? Vielleicht überlässt euch ja Boris sein Schlafzimmer für ein paar Tage. Lieber schlafe ich in der Besucherritze zwischen Arno und Iris. Ich glaube, du sagst dir besser, was los ist. Tja, Maren, wir haben dich ganz schön vermisst. Wir haben den ganzen Morgen versucht, dir eine Nachricht zu schicken.
Das Schwimmbad ist ganz in der Nähe. Deshalb bin ich einfach vorbei gekommen. Tja, Maren, also, es tut mir furchtbar leid, wie das gelaufen ist, als ich bei dir war. Florian muss dir was sagen. Tja, also, du weißt ja, dass es ist so, dass Anna und ich Hans. Also dann bis morgen und viel Spaß heute Abend im Tanzbrunnen. Danke, werde ich haben. Ciao. Halt! Julia. Halt! Hi! Oh, schön, dass du vorbeikommst. Hallo. Nein, habt ihr einen Moment Zeit für mich? Ja, klar, komm rein. Ich sehe gerade Zeit für einen Kaffee, ich mache welchen. Gut. Ist Arnold auch da? Nein, der ist auf Geschäftsreise. Es geht um den Kredit bei der Bank. Und sonst? Na ja, Arno ist immer noch ziemlich geknickt, weil er dich so schlecht behandelt hat. Ach was, habe ich schon längst wieder vergessen. Eher nicht, hoffentlich. Kann ich ihm ja nicht ewig vorhalten. Ach, heißt es, du ziehst bei uns vielleicht? Nein, nein, das heißt es nicht. Ich komme nicht wieder. Gehst du zurück nach Friedenau? Ich ziehe zu Nicole, die hat doch die Wohnung in Düsseldorf und da wird jetzt ein Zimmer frei. Ist bestimmt ganz gut, wenn ich mal selber für mich sorge. Naja. Ich bin ja auch nicht aus der Welt und ich komme vorbei, so oft ich kann. Wieso? Hast du schon was Neues gefunden? Ja, ich ziehe jetzt endgültig zu Nicole. Echt? Mhm. Klasse. Und wann ist die nächste Party? Sobald Hermann ausgezogen ist. Aber diesmal bist du auch eingeladen. Hi. Hi. Du siehst ja schön aus. Mhm. Toll. Danke. Und wie war's in Köln? Naja, geht so. Danke. Iris hat gehofft, dass ich zurückkomme. Wie hast du es ihr beigebracht? Na, ich habe gesagt, dass ich lieber auf eigenen Füßen stehen möchte. Hat sie dann auch eingesehen. Oder auch nicht. Hm. Gut, dann kommen wir jetzt zum gemütlichen Teil des Abends. Ja. Also. Wie versprochen? Wie versprochen? Mhm. Unser Knabbergebäck. Das schenken wir am besten Hermann zum Abschied. Ja, damit er nicht verhungern muss, wenn er unter einer Brücke schläft. Gutes Parfum, was ist denn das? Dieses neue italienische mit den Rosen drauf. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Weiß ich auch nicht, aber riecht gut. Hm. Ja. Danke. Auf uns. Und auf Hermann Tauber werde er glücklich, wo auch immer er ist. Ja. Und auf alle, die mit ihm zusammen wohnen dürfen. Ja. Hm. Für mich hast du dich aber nicht so schick gemacht, oder? Hm. Nee, ich gehe nachher noch weg. Mit Jan? Denkst du jetzt dasselbe wie ich? Ich hoffe, das macht dir nichts aus, wenn Jan in Zukunft öfter vorbeikommt. Wenn sie wirklich was ausmacht, dann musst du es mir sagen. Dann ach Quatsch, was soll's mir denn ausmachen? Das Zimmer gefällt mir. Was hier sonst passiert, interessiert mich gar nicht. Hm. War eine dumme Frage. Thank you.
Jonas, hier ist Susanne. Hallo Susanne. Was gibt's? Ich wollte mich nur für gestern Abend bedanken. Gestern Abend? Wieso? Was war gestern Abend? Ich durfte deine Dusche benutzen. Ach so, ja. Gern geschehen. Schade, dass du nicht länger geblieben bist. Aber warum sollte ich? Ich bin ja nur zum Duschen gekommen. Ich verstehe. Und jetzt wolltest du nur fragen, welchen Badreiniger ich benutze. Nein. Eigentlich wollte ich was anderes fragen. Worum geht's denn? Es geht um die Exkursion nach Monaco. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du einen freien Platz für mich besorgt hast? Das sollte eine Überraschung sein. Eine Überraschung? Und was, wenn ich keine Lust auf Monaco habe? Susanne, das kannst du mir nicht antun. Und wieso nicht? Naja, wenn ich dich jetzt wieder abmelde, mache ich mich total lächerlich. Das machst du dich sowieso. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Was kriege ich dafür? Du darfst so oft duschen bei mir, wie du willst. Das ist alles? Ich dachte, dir geht's ums Duschen. Ach, manchmal geht's mir auch um mehr. Tu mir den Gefallen und fahr mit. Nur wenn du mich höflich darum bittest. Bitte. Ich überleg's mir. Bleib mir bei in Kontakt, ja? Zumindest per WorldNet. Schloss für uns allein. Das finde ich echt romantisch. Von mir aus können Karin und Christoph ewig im Urlaub bleiben. Von mir aus auch. Früher habe ich immer von Schlössern geträumt, mit bösen Geistern und so. Und jetzt treffe ich dich in so einem Schloss. Findest du das nicht komisch? Das ist doch total normal. Ich könnte ewig bei dir bleiben. Ich hätte nichts dagegen. Hättest du denn noch nichts dagegen, wenn ich bei dir einziehe? Oh, du bei mir? Wieso denn nicht? Es wird doch ohnehin Zimmer frei und das wird doch toll, wenn wir... Nee, das geht nicht. Warum nicht? Ich habe das Zimmer schon jemand anders versprochen. Hättest du mich nicht zuerst fragen können? Das hat sich eben so ergeben. Wer ist überhaupt dieser jemand? Julia.